Der letzte Tag der 11. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart. Im Zentrum stand die Verlesung, Diskussion und Verabschiedung der Botschaft unter dem Leitwort »Unser tägliches Brot gib uns heute«. Bischof Jana Jeruma Grinberger aus Großbritannien und Bischof Horst Müller aus Südafrika lasen abwechselnd aus den 5 Kapiteln der Botschaft. Anschließend hatten die Delegierten die Möglichkeit, ihre Anregungen und Änderungsvorschläge einzubringen. Über die Annahme oder Ablehnung eines jeden Vorschlages stimmte die Vollversammlung ab. Auf einer Pressekonferenz zogen der noch amtierende Präsident Mark Hansen, der Generalsekretär Dr. Ismael Noko und der württembergische Landesbischof Juli eine Bilanz der 11. Vollversammlung. Ich denke, die Versammlung war ein Erfolg, denn wir haben so viele Themen wie möglich behandelt. Einige konnten nicht zur Sprache gebracht werden, aber die, die wir behandelt haben, konnten wir eingehend diskutieren. Die Resolutionen und die Botschaft der Versammlung zeigen auch, welche Breite an Themen wir abgedeckt haben, auch wenn es schwierig war, ins Detail zu gehen. Es war eine Versammlung, bei der wir im Sinne der Communio zusammengewachsen sind. Ich habe jeden Tag gespürt, wie das Zusammengehörigkeitsgefühl tiefer wurde. Aber nicht nur wir gehören zueinander, wir gehören zur Welt da draußen, die ruft: Gebt uns heute unser tägliches Brot. Und wir gehören auch zu der Kirchengemeinschaft, die mehr ist als lutheranisch. Deshalb war es sehr bedeutsam, dass wir hier einen Akt der Buße und des Vergebens mit den Mennoniten vollzogen haben. Ich denke, das war ein Zeugnis für die ganze Welt. Ich freue mich natürlich, dass manche schon zu mir vom Geist von Stuttgart gesprochen haben. Und ich denke, es hat sich gezeigt, dass wir in großer Gemeinschaft vom Gottesdienst ausgehend dann die verschiedenen Fragen diskutieren konnten. Und wenn man dann im Vorfeld diskutiert hat, wo gibt es Trennendes, wo sind die Schwierigkeiten, dann habe ich empfunden, dass die Gemeinschaft sehr groß war, ohne dass man die Schwierigkeiten jetzt einfach zudeckt. Die werden weiter behandelt werden, aber ich glaube, man kann an der Stelle schon vom Geist von Stuttgart sprechen. In einer sehr persönlichen und humorvollen Rede dankte der neue Präsident Bischof Junan seinem Vorgänger für dessen inspirierende Arbeit. Und er verglich Mark Hansen sowohl mit der Musikalität Mozarts als auch mit dem Eroberungswillen Julius Caesars. Er kam, sah und siegte. Für mich sind Sie mehr als ein Freund, Sie sind ein Bruder geworden. Sie sind ein Mitglied unserer Familie geworden. Auch Generalsekretär Ismael Noko und die Mitarbeiter der Genfer LWB-Zentrale dankten dem scheidenden Präsidenten. Mit Worten und mit kleinen Geschenken. Darunter ein Kreuz, das in Nigeria aus Granatenhülsen hergestellt wird. I now declare the 11th Assembly of the Lutheran World Federation closed in the name of the Father and of the Son. And of the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in peace, serve the risen Christ. Den feierlichen Abschluss der 11. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes bildete der Abschlussgottesdienst in der Stiftskirche. Dabei wurden der neue Präsident Bischof Munib Junan und die Mitglieder des neuen Rates offiziell in ihr Amt eingesetzt. Ich frage Sie in der Gegenwart Gottes und dieser Versammlung, akzeptieren Sie die Wahl und wollen Sie treu Ihre Aufgaben als Präsident erfüllen? Ich will und ich bete für Gottes Hilfe und Führung.